And welcome back, folks! Welcome back to Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. Last time, we broke a statue from Neos' market stand and sold it to Pearl in order to get enough money to pay Ulta, the taxi driver, in order to take us to Bull's Head Hill. So now we shall go to Bull's Head Hill. Hello again, Ulta. Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei Allah. Ich sei gesegnet mit eurer erhabene Gegenwart erneut wieder. I have the money. Actually, what does Il Akel Kalb mean? Was bedeutet Il Akel Kalb? Wer sie das beibringen? Neo sagte mir, ich solle das zu Arto sagen. Und Arto dann rausholen, riesig Messer und nachlaufen. Genau, woher wissen Sie das? Ich kenne Arto. Sie ihm sagen in mörderisch miserabisch sein Kebab gemacht aus Hundefleisch. Ich habe ihm gesagt, er kocht mit Hundefutter? Kein Wunder, dass er ausgerastet ist. Nein, Ultar, nicht meinen Fleisch für Hund. Ultar, meinen Fleisch von Hund. Oh. Aha. Nochmal zum Thema Bull's Head Hill. Sie haben Verlangen, diese wunderbare Naturschauspiel zu besuchen. Yes, sehen, ja? Tja, vielleicht. Unglaublicher Glücksfall. Bull's Head Sonderangebot, nur 50 Yankee-Dollar. 50, wie? Okay, abgemacht. Hier ist die Knete. Ah, höchst ideal. Wie Amerikaner sagen, bare Knete zahlt die Miete, Miete. Mister, wir müssen uns in Eile üben. Wo genau steht Ihr Taxi denn? Das einzige Fahrzeug, das ich sehen kann, ist ein alter, ausgemusterter Armeelaster. Ja, und? Oh, okay. Ich bin in einer Minute da. Es scheint mir unfair, mit den Kloschlüsseln zu verduften. Also lasse ich sie lieber auf der Theke. But we still have the toilet chain and the towel, in fact. Hallo, Ulta. Ah, sein großartiger und kühner Kunde. Okay, let's go. Ist das Ihr Taxi? Oh ja, sicher. Das großartigste Taxi in Marib. Sieht wie ein alter Armeelastwagen aus. Bah, ihr Amerikaner mit Luxuslimousinen. Ihr habt vergessen, was Taxi sein sollen. Ungefähr 4 Tonnen auf den ersten Blick geschätzt. Da haben Sie Nagel durchs Nadelöhr getroffen. Schön, dann los. Leider nein, sehr höchst verehrter Fahrgast. Es gibt ein klitzekleines Problem von unbedeutender Natur. Keilriemen haben Beschluss machen, jetzt zu reißen. Was werden Sie tun? Was können ich tun? Warten auf Fahrt in Werkstatt zum Ersatz machen. Wie lange wird das dauern? Einen Tag. Höchstens 6. So lange kann ich nicht warten. Wir müssen weiter. Aber wie, mein Freund? Ich lasse mir was einfallen. I bet you can use my towel as a replacement. But before I'm... Gutes Glück Ihnen folgen all überhin, Mister. Before I'm going to give you that, hallo, I Duane. Still wanted to talk to a few people. Hallo, John! Okay. Ist in Ordnung. Let's talk to Pearl. And then to Neo, and then let's head off. Hallo, Pearl. Hallo, Nichts, ist schon... Hallo, Neo. Hallo. Ah, there's no... Can't talk to him again about this phrase, Il Akel Kalb. So let us, in fact,
go. Because I'm quite sure that you can use my towel as a replacement for your belt. Hallo. Okay. For one moment I thought the game crashed. Können Sie damit etwas anfangen? Mein Freund, das sein richtiger Teil. Ulta nimmt das Handtuch, zerschneidet es längs in zwei Hälften und gibt mir eine davon zurück. Mit seiner Hälfte ersetzt er den Keilriemen, wie man es normalerweise mit Strümpfen machen kann. Nun, ich verknoten Enden. Praktisch, ja? Wirklich höchst praktisch. Damenstrümpfe mögen an einem Bentley gute Dienste leisten, aber bei einem Lastwagen erfüllt das grobe Handtuch seinen Zweck besser. Kommen, mein Freund. Sie möchten sehen, Bull's Head? By the way, he did this journey without any, well, without any water. Yeah, should probably have been a bit dangerous if we would do that in real life. So let's have a look around. There's a quite obvious tree. Ein junges Bäumchen wächst an der Kante. There's something we can pick up. Ah, there's something we can do there. Jahrhundertelange Wechselbäder von heißen Tagen und kalten Nächten haben einen Spalt aufgerissen, der tief bis in den Fels hineinreicht. Ah, we need to make some kind of ladder. Can we combine the stick with the towel? Yes, we can. Mit Schwung knote ich das Handtuch an den Stock. Ein Seemannsknoten, wie er im Buche steht. Ich glaube, der Spalt gäbe einen guten Verankerungspunkt ab. Tja, das sieht ja ziemlich sicher aus, aber ich habe sowieso keine Wahl. Als ich nach Syrien gekommen bin, habe ich nicht damit gerechnet, einen Berg zu besteigen. There was some mistake in the pronunciation of the German translation. I mean not pronunciation but accentuation. Which changed the meaning a bit, but never mind. There's something there. Aus der Nähe betrachtet sieht die Nische irgendwie künstlich aus. Interesting. Die Idee, meine Hand dort hineinzustecken, gefällt mir gar nicht. Aber irgendwas war da drin. Ein Metallring, so groß wie meine Hand. Pull it, maybe? Da war also ein Metallring in der Nische. Sieht mir schwer nach einer weiteren Visitenkarte der Templer aus. Could be a deadly trap. Ich greife den Ring ganz fest und ziehe aus Leibeskräften.
Aber hallo. Ah, it's not a trap. There's something else. Ich habe dieses Los, spring schon, wird bestimmt lustig Gefühl, das man manchmal an der Kante von hohen Klippen bekommt. Wenn ich es schaffe, auf der Verdeckplane zu landen, ohne einen der Spriegel zu treffen, könnte ich es sogar überleben. Wenn ich ein wenig jünger und viel dümmer wäre, würde ich es bestimmt ausprobieren. Sounds a bit dangerous. So let's not do this right now. Hinter der Ecke finde ich die Leiche. Ah. That's Klausner, probably. Oh mein Gott, Klausner. Lebensgroß und doppelt so tot. And he's holding something. Ich habe kaum Zeit, diese Tatsache zu verdauen, als ich höre, wie der Türmechanismus sich erneut bewegt. Uh-oh. Mann, nein! Die Türe schlägt zu und sperrt mich ein. Ah. Ich bekomme so eine leichte Ahnung, wie Klausner gestorben ist. Can we open the thing with our manhole cover key? Der Schlüssel hat mich schon mal durch eine Geheimtür gebracht, damals in Paris. Aber diesmal nicht. Ah. Es gibt keinen Hebelpunkt und diese Türe ist auch definitiv nicht aus dünnem Gips hergestellt. Now it would seem that we are actually definitely stuck here. Die Arbeit, die jemand in diesen Raum gesteckt hat, ist beeindruckend. Eins muss ich den Tempelrittern ja lassen. Wenn sie schon eine geheime Höhle bauen, dann auch eine erstklassige geheime Höhle. Ohne Sprengstoff oder eine Spitzhacke gibt es nur eine beschränkte Anzahl von Sachen, die ich mit dem Mauerwerk anstellen kann. However, I think that in reality, I think you should be able to at least make some. You should at least be able to damage the door by using the such a heavy metal rod. Anyway, let's take a look at the statue. Mir fällt nichts ein, was ich mit der Statue machen könnte, außer vielleicht Kinder zu erschrecken. That's the statue of Baphomet. Ein Steinkopf mit drei bärtigen Gesichtern. Es ist ein merkwürdiges Bildnis, aber ein starkes. Voller Altertümlichkeit und alter Mysterien. Auf jeden Fall ist es aber ein hässliches Bildnis. Okay, let's take a look so aus der Entfernung kann ich keine Anzeichen von Gewalteinwirkung feststellen. Außer seinen Fingerspitzen, die blutig gekratzt sind. Und das scheint er sich selbst angetan zu haben. Klausner muss ziemlich schlau gewesen sein, um so weit zu kommen. Aber trotzdem ist er tot. Okay, in Ordnung. Hey, was ist das? Ich habe so etwas wie eine Linse gefunden. Eine sehr alte Linse aus sehr hartem Glas. Das erklärt vieles. Der Ritter auf der Handschriftenrolle hatte die ganze Zeit eine Linse gehalten, keinen Kristallball. Yes, of course. But there's something else. Ich habe Klausner schon einmal durchsucht und weiß, dass er außer der Linse nichts bei sich hatte. Kein Handytelefon, keine Sprengladungen, kein Fünf-Gänge-Menü. Man sollte doch meinen, dass international tätige Verschwörer besser ausgerüstet zum Dienst erscheinen. Okay, and when we'll come back, folks, we shall, well, try to escape this secret passage and to avoid sharing the fate of Klausner. So until next time, folks, until then.